Dann schreiben wir den 9. Hesinde. Ihr haltet gerade Siesta, sitzt auf einem umgestürzten, vermoderten Baumstamm, aus dem schon wieder neue Pflanzen sprießen. Einige dampfende Pilze verlieren ihre Sporen und tauchen alles in ein rotes Glitzern. Neben euren geschwollenen Füßen kriechen ein paar fette, feiste Maden durch den Farn und eine Straße riesiger Ameisen bringt Stückchen von der Einrichtung in die andere. Emira Misabu hat euch vor etwa 2 Stunden verlassen. Ganz so sicher seid ihr euch da nicht. Die Mittagshitze müsste bald vorbei sein und ein weiterer schwieriger Marsch steht euch bevor, diesmal allerdings ohne sie. Ihr habt keine Führerin mehr und müsst jetzt auf Brindijan vertrauen. Sari hat zwar das Kartenmaterial der Gezeichneten aus den Archiven der KGEA, aber damit kann sie trotzdem wenig sagen, wo ihr denn genau hin müsst, denn sie hat auch die Orientierung hier in diesem Dschungel verloren. Immer wieder hat euch die Priesterin gesagt, dass ihr unwissend wie kleine Kinder seid, und nun bewahrheitet sich das Ganze so ein bisschen. Eine schleichende Angst hat sich in den paar Stunden über euch gelegt und ihr fühlt euch aus den Gebüschen beobachtet. Überall könnten Tiere lauern. Und eure Paranoia nimmt weiter zu. Wir verteilen weitere Jezornpunkte, da ihr ziemlich schlecht geschlafen habt. Ihr zwar und ein bisschen regeneriert, aber naja, die Ameisen sind trotzdem weiterhin da. Die Mücken stechen euch weiterhin, auch wenn es natürlich wenige sind. Aber es nervt euch trotzdem. Es gibt 2 Punkte Jezorn für Ephadaios und Rodrigo. Die anderen bekommen nur einen Punkt, weil sie sich weiterhin mit dem Insektenmittel geschützt haben, was an die Mannschaft da ausgeteilt wird. Zudem gibt es 2 SP durch Mücken und Käfer an Ephadaios und Rodrigo und die anderen nur ein SP. Zudem bekommt Ephadaios dann einen LDP wieder, da er auf der Axoda-Rinde herumgekaut hat, als vor 2 Stunden diese kleine Operation an seinem Bein war, an seinem Fuß, aus dem diese Made geschlüpft ist, beziehungsweise er hat sie ja vorher schon herausgetrennt. So, Jezornpunkte temporär sind ihr seid jetzt bei 4 und die anderen, also die Offiziere Ephadaios und Rodrigo, sind bei 5. Was hattest du gerade mit Schadpunkt? Das habe ich nicht ganz so schnell dann nochmal Ephadaios zusammengekriegt. und Rodrigo bekommen 2 Punkte und die anderen nur einen. Ja. Auf Ach, geht's. die Sonne brennt aber. Was? Was? Was Sonne? Ach. Ich finde diese Mückenstiche viel nervtötender. Rodrigo zuckt mit den Achseln. Ah. Endlich weg hier. Die grundvergessene Hitze bringt mich noch um. Ja. Ich Ich hoffe, wir halten hoffe. lang genug durch. Kann mir irgendwie noch nicht erklären, welche dämonische Pervertierung hier für die Umwandlung dieser Tiere zu diesen Missgestalten geführt hat. Naja, entweder ist es jetzt hier der Gegenpart zu Zar oder der Gegenpart zu Ingrim. Ja, wir wissen doch nur von der Mene, die hier ist, oder? Ja, scheint doch aber noch mehr Ja, im Spiel zu sein. ich meine natürlich Zar und Perrine, entschuldigt. Ich bin. Ach, die Mücken lenken mich ab. Was, Mine? Ja, die Mene, zu der wir unterwegs sind. Ich meine, da sehe ich jetzt nicht, wie hier eine Pervertierung den wieder natürlich nützen könnte. Tja, die Leute scheinen sich allgemein auf die Kraft der Dämonen einzulassen, dann, ja. Ich Man sehe ist allgemein da. überhaupt nicht den Nutzen darin, warum man das tun sollte. Weil es der einfache Weg zur Macht ist, der ihnen versprochen wird. Wie kann man den Göttern nur so entsagen? Die Menschen, wenn sie ihre schwächsten Momente erreichen, dann treten die Widernatürlichen auf den Schirm, versprechen ihnen Linderung ihrer Schmerzen oder halt Macht, je nachdem, was die Leute gerade ja, am meisten begehren. Magister, nee, Kasim, nicht ihr. Nee. Nein, euch meinte ich. Brindijan, wisst ihr da mehr darüber? Also, was wir hier auch bei dieser Mine erwarten können? Bei der Mine weiß ich nicht.
Dort werden sicherlich starke Truppenpräsenzen der Hafajars, aber auch sicherlich auch einige Ungeschaffene sein. Aber ich war selbst noch nie dort. Welche Ausmaße das hat, kann ich dir auch nicht sagen. Und dieser Spinnbändiger oder wie soll man ihn nennen? Der Eukulitaner, er ist eine Sekte, die gelernt haben, mit den Marasken zu sprechen. Das wäre interessant. Ne? Magnus, mit Spinnen sprechen. Lache ich mich doch tot. Pass auf deinen Hund auf, nicht, dass er von irgendwas hier gebissen wird. Es wäre doch schade drum, wenn dein Hund hier in den marokkanischen Dschungel stirbt. Er hat mich nicht umsonst alleine. Glaub aber, dieser Glaube. Insektenschutz da, irgendwie riecht er mich nicht. Er riecht wirklich ganz schön stark. Ich weiß nicht, seitdem du es aufgetragen hast, ist er auch irgendwie ziemlich abweisend. Ich glaube, du musst da irgendwie. Keine Ahnung. Rodriguez zuckt mit den Schultern. Ich habe keine Ahnung von Tieren. Ich weiß nicht, dass es irgendwie anders ist als auf dem Schiff zu dir. Meine Herren, Elikara räuspert sich einmal, hat gerade weiteres, naja, Mittelchen auf ihre Füße aufgetragen, die auch ziemlich wund aussehen. Steckt die dann wieder in ihre Stiefel zurück. Wir haben auch ein weiteres Problem. Also nicht nur, dass uns jetzt eine Führerin fehlt, sondern dass wir ab heute Abend, morgen früh spätestens, wieder etwas, naja, zu essen haben müssen. Das ist etwas, was uns zusätzlich vielleicht noch verlangsamt. Die, naja, wir haben dann zumindest nichts mehr von der Jagernuss. Ja, Religian, kannst du jagen oder kannst du uns das zumindest zeigen, wie das hier geht, dass du uns zumindest nah genug ranbringst, dass wir irgendwas versuchen können, weil, ja, ich habe keine Wurfspeere mitgenommen oder sowas. Ich habe mich auf der Seeadler bereits mit jemandem unterhalten und habe versucht, ein wenig über die maraskanische, ihr wisst schon, Tierwelt in Erfahrung zu bringen. Aber das war nicht sehr fruchtbar. Ich hoffe, Magister Brendigian kann uns da sagen, was hier denn essbar ist. Jagen kann ich leider nicht. Ich werde die Augen offen halten und nach essbaren Pflanzen suchen. Vielleicht finden wir sogar noch ein paar Jagernüssen. Ansonsten kann ich euch sagen, welche Tiere wir jagen könnten, wenn sich jemand von euch damit auskennt und wo wir sie finden. Aber die Jagd selbst müsste jemand von euch übernehmen. Na, dafür bin ich doch da. Ich kann zwar nicht für alle übernehmen, was mit sich Geron, aber das eine oder andere kann ich besorgen. Wie weit Dann ist denn werden wir der Fluss uns. entfernt? Ich meine, da würden wir auf jeden Fall eine Gabe des Herrn Effert finden. Meinst du die Bora? Die Bora, naja, die halt in Bohrern dann ins Meer fließt. Ah, ich glaube nicht, dass wir sie erreichen werden. Die müsste etwas weiter nördlich von uns sein. Laut meinen Aufzeichnungen, wenn ich mich nicht getäuscht habe, dann sind das etwa, sagen wir, 10 oder 11 Meilen, also zwei Tagesreisen. Das ist natürlich geografisch nicht sehr viel, aber naja, auf Boran sind die Verhältnisse etwas anders mit den eigentlichen Meilen, die man zurücklegt. Mit unserem kurzatmigen Magus hier, na, da nehmen wir die Strecke lieber nicht auf uns. Außerdem ist das auch nicht die Richtung, die wir einschlagen müssen. Eher nach Westen, Südwesten etwa. Ja, das weiß ich doch. Aber es gibt viele Bäche hier im Dschungel. Vielleicht finden wir irgendeinen kleineren, wo wir auch ein paar Fische fangen können. Übertreibst du es nicht etwas mit deinen merkwürdigen Gewohnheiten? Wer spricht da? Wieborn. Welche Gewohnheiten meinst du? Fische. Was? Fische? Ich mach ihn doch nicht an. Fische sind wahrscheinlich das Gesündeste, was du essen kannst. Ich meine doch nicht Brendigian, ich meine dich. Euer Ja, Gnaden. sag doch. Fische sind gesund. Gesünder als alles andere. Wenn du auf eine Käferinsel gehst, dann hast du doch wohl, weiß ich nicht, dann nimmst du dir Fische mit, wenn du die essen willst. Hast du welche dabei? Dann willst du wohl keine essen. Von der Und Wibo, du willst die Käferinsel wirst Käfer du hier wohl. fressen, oder was? Auf der Käferinsel. Weiß nicht, aber muss dich trotzdem damit vertraut machen, dass du wohl hier keine Fische findest. Ach, Käfer schmecken gar nicht so schlecht. Als ich damals rumgezogen bin in Seelem, haben wir auch teilweise Käfer gegessen in den Sümpfen. Sowas esst ihr? Naja, wenn du durch den Sumpf ziehst und nicht viel zu essen dabei hast, dann ja. Wibo und kneift so ein bisschen die Augen zusammen. Hast du gehört, der Fadaios?
Weißt du, was du zu tun hast? Ich werde erst solche Käfer essen, wenn mir nichts anderes übrig bleibt. Und wenn es Ja. hier irgendwo Bäche geben soll, dann ja, werde ich da mein Glück versuchen. Brendigion wird uns schon dabei helfen, ein wenig Jagdwild zu finden. Und der Rest geht dann von selbst. Ah, Sicher. Brendigion, wenn wir etwas Glück haben, dann stoßen wir vielleicht auf einen Landhecht. Einen was? Einen Landhecht. Das klingt gut. Was ist das denn? Vermutlich ein Hecht, der an Land lebt. Ach. Aber wie dem auch sei, wir sollten vielleicht aufbrechen. Wir haben noch, sagen wir, 4 Stunden Sonne und danach fängt es wieder an zu regnen. Wenn wir noch eine Tagesreise machen wollen oder eine halbe, dann sollten wir vielleicht aufbrechen. Also gut, Magister Predigian, wohin müssen wir? Ein Moment. Brindisian nimmt sich den Diskus, den er von der Hohen Gorpriesterin bekommen hat, richtet sich dann in die Richtung aus, also West-Südwest, wo wir ungefähr hingehen wollen, und ja, schleudert dann den Diskus in die Richtung, sagt, da lang. Das ist der Weg. Und das wisst ihr jetzt woher? Ist das euer Scheiß Ernst, Brindigian? Selbstverständlich. Naja, die anderen haben ja gesagt, dass wir es so machen sollen. Also die Widerstandskämpfer hier. Bohren nimmt einen Stock auf, an dem klebt auch noch irgendwie so ein kleiner Käfer, der gerade rumkrabbelt, schmeißt ihn in Richtung Südosten. So, und jetzt müssen wir da lang, oder was? Nur weil hier Viborn, da ist irgendein sein Essen Gegenstand. weggeworfen. Was soll denn das? Da kommen wir doch her, Bruder, Schwester. Das ist doch Unsinn, dort wieder zurückzugehen. Wie kommt ihr darauf, dass ihr diesen Kreis in die Richtung schmeißt und deswegen behauptet, dass wir dort lang gehen? Wir wissen ja die Richtung, die wir müssen. Nur wohin genau wir müssen, das lassen wir von den 12 Geschwistern entscheiden. Was? Und warum helfen Holzteller dabei, die wir werfen? Von denen Man kann muss man ja nicht etwas. mal essen. Da ist ja ein Loch in der Mitte. Ein Diskus bietet sich eben an, um die Zeichen zu verstehen von den 12 Geschwistern. Ihr glaubt doch, die Welt ist eine Scheibe, oder? Oh, das glaube ich nicht, so ist es. So, Was Euer soll die denn Gnaden. sonst Und so sein? einem Mann wollt ihr vertrauen? Brinjijian weiß, wo es hingeht. Jetzt hat er hier deinen Ring da ausgeworfen und Viborn, jetzt weiß auch jemand wie du, wo es hingeht. Also, wer geht vor? Geron, Brinjijian, wer von euch? Ich werde jetzt weiter vorne gehen, da ich jetzt Okay. führen muss. Hier nach. Reborn, du bildest wieder das Schlusslicht. Also, ich meine jetzt im Tross, nicht auf andere Weise, ne? Hi. Brindigian. Du bist derjenige, der euch führt, immer mit Diskus? Den Diskus brauchen wir jetzt nicht mehr. Das war nur für den Anfang die Richtung, die wir einschlagen müssen. Gut. Wenn etwas unklar ist, dann können wir ihn vielleicht wieder zur Rate ziehen. Dann eine Orientierungsprobe bitte. Erschwert um 5. Diskus gibt eine Erleichterung von 3, dementsprechend nur eine Orientierung plus 2. Ist der Maßkalkuli schon eingerechnet für ihn? Alle anderen haben überhaupt keine Ahnung, wo es lang geht. Ich bin froh, dass ich noch weiß, wo oben und unten ist. Ja, in die Ja, Box bitte. hervorragend. Also die Probe So. unten unter die und den Text. Ja, sonst wissen wir doch, ob es gelungen ist oder nicht. Es muss doch unten klar bleiben. So viel schöner. Mache ich das in die Box? Du nimmst den normalen Wert und ziehst ihn dann da rein. Ah, okay. Genau so, alles klar. Damit stiefelt ihr los. Und nach etwa, ja, ihr seid doch nicht ganz sicher. Zeit gefunden habt ihr nicht wirklich, aber ihr lauft wieder. Werdet von weiteren Käfern und Mücken geplagt. Könnt euch vielleicht noch etwas an die Mückenmittel nachziehen, eure Tarnung erneuern, während ihr lauft, wenn ihr das nicht schon während der Siesta getan habt. Nach einer Zeit, die euch endlos erscheint, stoßt ihr
auf eine kleine Lichtung, so kann man das fast nennen, in diesem riesigen Dschungel. Die Bäume werden weniger und ihr könnt vor euch Felder erkennen. Und ein paar Hütten. Sind wir schon da? Ging aber schnell jetzt. Ein paar weite Felder. Allerdings, ja, Brindigian kann das relativ schnell klären. Es handelt sich dabei um Reis und Tee. Die allerdings sind ziemlich schwarz. Fauliger Gestank liegt in der Luft und die Hütten, die vor euch liegen, sehen verlassen aus. Keine einzige Person ist auf den Feldern. Aber ihr könnt etwas anderes sehen. Ungefähr auf Hälfte der Felder könnt ihr so etwas sehen wie Vogelscheuchen. Da hängt zumindest, ja, Vogelscheuchen im Wind. Und sie tragen Kleidung. Oder Menschen? Sinnschärfe. Flüstert Andrico leise vor sich hin. Währenddessen er die Augen zusammenkneift, sich einmal noch den Schweiß aus der Stirn und von den Augen wegwischt und dann noch einmal genau dahin starrt. Die anderen erholen sich weiterhin von dem langen Marsch. Rodrigo ist relativ schnell erholt, sodass er seine Augen zusammenkneifen kann. Und du erkennst dort, dass es sich bei diesen Vogelscheuchen um Leiber handelt. Menschliche Schädel, die aufgespießt worden sind. Und sie tragen die Rüstung der Kammer. Und Rico schüttelt den Kopf und sucht sich auch einen Platz zum Hinsetzen. Direkt neben Ephordaios. Wenn da jetzt bitte nicht hin, das sind Menschen, die dort sind. Zwar Hafajas, aber Menschen. Und leben sie noch? Also, Also du kannst es wenn sie sehen, nicht wie. untot sind, dann glaube ich nicht daran, dass sie noch leben. Ja, du kannst sehen, wie da durch den Schädel hindurch der Ast auch noch weiter wuchert. Der Helm sitzt so ein bisschen schief auch noch. Also auf diesem Ast selbst drauf. Den hat man nicht mit aufgespießt, aber ja, diese Vogelscheuchen sind wohl vor einiger Zeit schon. Du kannst sehen, wie die Haut ein bisschen gräulich ist und ja, einige Pflanzen. Ist das Reis? Schwarzer Reis, der auch schon ein paar Wurzeln in die Beine geschlagen hat, sodass da diese merkwürdigen Pflanzen auch nach oben wuchern. Aber das Dorf ist wie gesagt verlassen. Eine einzige Person, die ihr dort erkennt, die Bauten sind wohl ziemlich typisch maraskanisch, also ja, wie man sie im Binnenland eben findet, mit den kleinen Terrassen auf der rechten und linken Seite. Aber wie gesagt, keine einzige Person, die hier irgendwie herumtollt oder sich auf dem Reis oder auf dem Tee hier mit beschäftigt. Und Dijan, sollten wir da einen Bogen drum machen? Und Rico nickt mal da zu dem verlassenen Dorf hin. Auf jeden Fall sieht es verlassen aus. Ich glaube nicht, dass wir dort etwas finden. Aber wenn wir vorsichtig sind, könnten wir vielleicht mal nachsehen. Erinnert euch doch an die Straße zurück. Da hingen doch auch einige von denen und das war auch eine Falle. Das ist die Angst, die ich habe. Aber vielleicht finden wir tatsächlich noch irgendwas, wenn ich auch glaube, dass die Häuser sicherlich schon vor langer Zeit, ja, geplündert oder alles mitgenommen wurde, was da drin war. Bei eurer Tracht würde man euch vielleicht nicht direkt angreifen. Würdet ihr wohl vorgehen, Magister Brunigian? Sagt mal, schlagt ihr sowas wie Porons Räder in die Erde? Wie beerdigt ihr eure Toten? Der Regel vergraben wir sie einfach. Woher weiß man dann, wo sie liegt? Naja, die, die sie vergraben haben, wissen. Ansonsten sieht man vielleicht ein paar leichte Hügel, aber wir markieren sie nicht. Also gut, Magister, dann ist es eure Entscheidung. Ihr führt uns. Wollen wir über die Felder darüber zum Dorf oder gehen wir außen rum? Meine Frage, wie sieht denn die Pflanzen, die da wachsen, sagst du, sind schwarz, glaube ich, dass das ja auch wieder irgendwas Pervertiertes ist, oder ist das einfach verrottet auf den Feldern und nicht mehr bewirtschaftet? Pflanzenkunde. Schwert um 7.
Wenn irgendjemand helfen kann oder will, dann ist das auch gestattet. Das ist wohl der Region geschuldet. Du hast das ein oder andere Mal wieder schwarze Blätter gesehen. Die Region hat sich sowieso ein bisschen verändert. Das wird wohl nicht nur faulender Reis sein. Und so ein paar Kamotgardisten, die das Dorf angreifen, werden auch nicht dafür sorgen, dass das komplette Dorf verlassen ist. Also, wenn die Kamot gerade erfolgreich angreift, dann verbrennen sie Häuser. Und naja, wenn sie halt nicht erfolgreich sind, dann lebt man halt weiter da und dann kann man auch Vogelscheuchen aufstellen, je nachdem, wie konservativ man ist. Aber naja, das sorgt zumindest nicht dafür, dass so ein Dorf dann einfach aufgegeben wird. Also gut, lasst uns vorsichtig zu einer der Hütten gehen. Bin nicht ganz sicher, ob, also Kamotgardisten bzw. Hafajars werden hier wohl nicht mehr wohnen, aber irgendetwas. Vielleicht sind tatsächlich noch Bauern hier oder Rebellen oder, naja, Schlimmeres. Waffene. Schwer zu sagen. Und Rigo nickt dir zu, alles klar. Zieht die Streitaxt und das Schild feste. Und hält sie feste, kampfbereit. Der Rest bleibt hier. Jalan, wie sieht's mit eurer Puste aus? Ja, wie sieht's eigentlich mit meiner Puste aus? Ja, die Regeln dazu stehen, wie gesagt, im Forum. Wir müssen uns das Ganze nochmal angucken. Ihr verliert natürlich jetzt in den 3 bis 4 Stunden Marsch jegliche Ausdauer und baut Erschöpfung auf. Noch und nöcher. Jetzt seid ihr ungefähr nach, ich sag mal, 2 Stunden bei, ja, 8, 9 Punkten Erschöpfung, je nachdem, wie schnell man gerade war, je nachdem, wie viel Zeit auf alle Fälle vergangen ist. Aber das ist noch nicht dahingehend, dass ihr, naja, Einschränkungen habt. Das kommt dann ja erst mit Überanstrengung. Die habt ihr bisher noch nicht aufgebaut. Wenn ihr noch eine Minute wartet, dann komme ich natürlich mit euch. Sofort. Gut, also der Rest bleibt hier. Yvonne. Also, wir werden uns die Hütte da einmal ansehen und. Kneift ein bisschen die Augen zusammen, sucht dich ein bisschen. Ah, da seid ihr. Hier. Ja. Genau. Solltet ihr uns aus den Augen verlieren, unternehmt erstmal nichts. Ja, wenn wir dann in. Na, was schätze ich? Im Viertelstundenglas. Noch nicht zurück sind, könnt ihr ja mal vorsichtig nach uns schauen und uns Geron hinterher schicken. Würfel mal eine Menschenkenntnisprobe, bitte. Alles klar. Nickt er, wischt sich den Schweiß von der Stirn. Viertelstunde. Alles klar, gut. So, Jalan und Rego, Brigitte und du gehst vor. Gut, ich würde dann ja so ein Stück weit um diese Lichtung herumgehen, an die Stelle, wo die Häuser am nächsten am Dschungel stehen, also dass man nicht so weit über freies Feld muss. Und von dort dann ja schutzsuchend Richtung der Häuser gehen. Ja, du schätzt das kurz ab. Du weißt ja ungefähr, wie groß die Felder sind. Ziemlich weit. Man hat eine ganze Menge Dschungel hier mit großen Mühen weggeholzt, damit man hier seine Produkte anbauen kann. Wird wohl schon so ein Marsch sein von 100 Metern über dieses Reisfeld, wenn du dir den kürzesten Punkt aussuchst. Auf der anderen Seite, kurz hinter diesem Dorf, geht es dann auch wieder in den Dschungel hinein. Also, dass man da dann weiterlaufen könnte. Aber ja, wenn ihr da jetzt rüber wollt, das ist auf alle Fälle offene Fläche. Würde aber gehen. Würde euch Ja, da so eine hilft ja nichts. kleine Trittspur zurechtlegen. Weist die anderen an, wie man dann über so ein Reis- oder Teefeld läuft, je nachdem, ob es bewässert ist oder nicht. Und ja, dann lauft ihr halt geduckt in Richtung dieses kleinen Dorfes. Ungefähr 15 ja, Häuser, Hütten. Und ihr habt dabei, während ihr rüberhuscht, ein ungutes Gefühl in eurer Magenregion, auch wenn ihr keinen Gefahreninstinkt habt. Aber
Ihr habt das Gefühl, als ob ihr beobachtet werdet. Woher das allerdings kommt, wisst ihr nicht. Und dann nach etwa einer Minute kommt ihr an der Häuserwand an. Die erste kleine Hütte, die hier steht und euch dann Schutz gibt. Könnt ihr euch abtarnen, wieder hinhocken, blickt noch einmal zurück in die Region, aus der ihr gekommen seid und könnt dort aber auch niemanden mehr sitzen sehen. Sind verborgen, perfekt abgetarnt, so wie ihr es eigentlich auch sein solltet. Und Gras. Ihr seid allein.